Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiß Customs. Wir nutzen diesen etwas lockeren Einstieg für ein, naja, etwas spezielleres Thema. Aber eigentlich bin ich ganz froh, euch ein echtes Wehrmachtsgespann vorstellen zu dürfen. Ein überschweres Gespann, eine BMW R75. Und das gute Stück hier, das ist von 1943, hat eine sehr interessante Geschichte und es ist wirklich ein originales BMW-Gespann. Und deshalb möchten wir euch das vorstellen und natürlich auch die Hintergründe beleuchten. So etwas bekommt man nicht allzu oft vor die Flinte. Wortwitz. Generell zu dem Thema Zweiter Weltkrieg und so weiter. Es ist sehr interessant, weil sehr viel passiert ist, was für uns nicht mehr verständlich ist, beziehungsweise auch schwer nachzuvollziehen. Und das ganze Thema wird in der Schule sehr gut aufgearbeitet. Generell ist das Internet voll mit verschiedensten Sachen. Wir distanzieren uns jetzt irgendwie von dem nationalsozialistischen Hintergrund und auch, weil ich einen Stahlhelm aus den 50er Jahren auf habe, der ein Feuerwehrhelm ist und kein Zweiter Weltkriegs-Stahlhelm, hat das Ganze einen sehr interessanten Hintergrund. Und ich finde auch, man muss da kein Blatt vor den Mund nehmen und man kann darüber ganz normal reden. Denn das gehört dazu. Und alles andere unter den Tisch zu kehren oder all das über einen Kamm zu scheren, das ist genau der falsche Weg. Denn das Motorrad kann nichts dafür, was passiert ist. Und auch die Ingenieure, die das gebaut haben, können nichts dafür. Das Teil ist Ingenieurskunst, es ist ein geniales Motorrad und deshalb kommen wir zu dieser BMW R75. Die deutsche Wehrmacht hat den Auftrag erteilt, ein überschweres Gespann zu entwickeln. Und das hat Zündapp eigentlich schon sehr gut hinbekommen. BMW hatte sich dann dort noch mit eingeklinkt und hatte erst versucht, die BMW R71 als Wehrmachtsgespann zu nutzen, was aber leider nicht geklappt hat, denn die hat das nicht mitgebracht, was im Endeffekt das gespannen kann und auch die KS750 kann. An beide Hersteller war der Auftrag gerichtet, eigentlich das identische Gespann zu bauen, aber BMW hat sich dagegen geweigert, die Pläne von Zündapp aufzugreifen und hat somit ein eigenes Motorrad entwickelt. Die Spezialisten sagen, dass 70% der Teile kompatibel sind. Also vor allem die Technik, was den Antrieb anbelangt, die Räder, die sind kompatibel. Was wir natürlich jetzt hier speziell anders haben, sind Rahmen, auch der Tank, gewisse Anbauteile von der BMW, die sich dann doch unterscheiden. Der Seitenwagen war meistens gleich, der BMW 43 von Steib. Hier ist es allerdings ein Royal-Seitenwagen aus München und das Fahrzeug selber ist Baujahr 1943. So, jetzt komme ich erstmal rüber zu euch. Der Motor wurde von BMW speziell entwickelt. Wir haben einen 750 Kubikmotor, dasselbe wie in der KS750 von Zündapp, aber hier, wie gesagt, eine Eigenentwicklung, 26 PS. Und der Motor war so ausgelegt, dass man auch mit schlechten Treibstoff fahren konnte, also mit minderwertigem Treibstoff. Daher auch die doch relativ geringe Leistung, denn der Motor war von seinem Leistungsverhalten auf den Gespannbetrieb ausgelegt. Und das Fahrzeug selber hat neben diesem Aggregat und dem normalen Hinterradantrieb über Kardan auch einen angetriebenen Seitenwagen. 70% gehen ans Hinterrad, 30% an den Seitenwagen. Dazu kommt allerdings, dass wir auch noch einen Rückwärtsgang haben. Dazu kommt allerdings, dass wir auch noch eine Differentialsperre haben. Das heißt, wir können hier wirklich das Fahrzeug durch das Gelände pirschen. Und ich kann euch versprechen, dass es dazu auch noch mal ein Video geben wird. Denn ich bin selber echt gespannt, wie sich das Teil im Gelände fahren lässt. So, das wird extra. Wir stellen es euch erst vor, wir fahren auch erst eine Runde, ganz am Ende. Und im nächsten Video, dann machen wir es wahrscheinlich kaputt, wenn wir durchs Gelände fahren, Berg hoch, Berg runter. Ich habe echt Angst, aber wir kommen später dazu. Denn sowas muss man mal erlebt haben. Es ist nicht unsere erste BMW R75. Wir haben das Fahrzeug
auch schon einmal gehabt. Und das bestand allerdings meiner Meinung nach zu 70-80% aus Repro-Bauteilen. Und genau da liegt das Problem. Man kann hier wirklich relativ viel als Repro kaufen, was einerseits natürlich gut ist für die Ersatzteilversorgung, auch wieder in Betriebnahme. Es gibt da es gibt zwei, drei große Spezialisten, die sich mit diesen Fahrzeugen, mit den überschweren Wehrmachtsgespannen auseinandersetzen und da auch teilweise sehr gute Ersatzteile haben. Aber es macht natürlich auch das Bild, verzerrt etwas das Bild, denn wirklich gute originale Gespanne, und auch hier finden sich einige Repro-Bauteile, sind sehr schwer zu finden. Wir haben hier ein originales Typenschild, wir haben eine originale Rahmennummer, Motornummer, all das, das passt und ist echt. Auch der Seitenwagen ist echt, das Teil hat gelebt. Und apropos Leben, kommen wir zu der Geschichte, denn die ist wirklich interessant. Das Fahrzeug selber hatte den Zweiten Weltkrieg nie erlebt, obwohl es ja ein Wehrmachtsgespann war. Und deshalb ist es auch noch so eine gute Einheit. Das Fahrzeug wurde nach Spanien geliefert und Spanien hat am Zweiten Weltkrieg nie teilgenommen. Adolf Hitler hat damals versucht, die Spanier davon zu überzeugen und hat sich mehr oder weniger eingekauft. Die Spanier haben 5 große Transportzüge erhalten mit Wehrmachtsutensilien, also wirklich alles von Panzern, Kübelwagen, Schwimmwagen, Wehrmachtsgespanne, BMW, Zündapp, ist wirklich sehr viel dort runtergegangen. Und dieses Fahrzeug wurde 1943 im Juli, an das Heereszeugamt Chemnitz ausgeliefert, in Ockerfarben. Auch da gibt es, da muss ich noch mal kurz dazwischen funken, mehrere verschiedene Farbtöne. Also es war nicht immer alles Sahara, sondern hier war es ein Ockergelb. Und das Fahrzeug wurde dann direkt auf den Zug verladen und ging nach Spanien. Laut dem Vermerk wäre es der erste Transportzug nach Spanien gegangen, wobei meines Wissens nach der schon im Juni ging. Also erster, zweiter Transportzug. Da war das Fahrzeug dabei, ging direkt nach Spanien und dadurch hat es ein wahnsinnig entspanntes Leben. Wir haben Teile, die hier auch getauscht wurden, gegen Neuteile noch da. Und daran lässt sich wirklich erkennen, dass das Fahrzeug kaum gelaufen hat und dadurch eben auch immer noch sehr original war. Es kam dann vor 15 Jahren zurück nach Deutschland, wurde dann aufgebaut, die Technik wurde überholt und dann von unserem Vorbesitzer viele Jahre bewegt. Und auch da müssen wir noch einmal Danke sagen für das Vertrauen, dass wir dieses Fahrzeug ankaufen durften und euch natürlich jetzt auch vorstellen können. Ein bisschen Schabernack mitmachen können. Tja, und zu diesen riesengroßen, überschweren Gespannen kommen wir mal zu der Nutzung. Also das ist natürlich, ich will euch einmal die Historie darlegen und aber auch so ein bisschen, was das denn alles mitbringt und warum, weshalb das überhaupt so gebaut ist. Also wir haben natürlich hier einen riesengroßen Lenker. Wir haben hier unser Zündschloss. Das ist wirklich hier ganz entspannt aus ein. Auch das alles schön original. Wir haben hier unseren Scheinwerfer. Das ist dann wirklich nur Licht an und aus. Und im Endeffekt ist das hier kein Stahlhelm, sondern es ist der Luftfilter. Der wanderte 1942 nach thermischen Problemen und Ansaugproblemen hier in den Tank. Der war erst unter den Tank und hat sich oft mit Dreck vollgesogen. Und somit ist dieser Helm kein Stahlhelm, sondern eine Abdeckung für unseren Luftfilter. So, wir schrauben das wieder zu. Wir haben 4-Gang Fußschaltung, also wir haben hier unten unseren Schalthebel, allerdings gleichzeitig noch zur Kontrolle wackelt hier oben dann natürlich auch unser Schalthebel mit. Und wir können hier entriegeln, den Rückwärtsgang einlegen, wir können auf Gelände schalten und die Differentialsperre. Rückwärtsgang habe ich euch schon gesagt. Wir haben hier noch originale Munitionskisten aus verschiedenen Zeitaltern, also auch im Ersten Weltkrieg sahen die schon so aus. Und auch der Halter ist richtig und richtig schön. Wir haben hier auch das, einen originalen Kanister. Das finde ich auch richtig klasse. Der wurde vom Vorbesitzer ergänzt, 1942. Und das Interessante ist, es ist ein Wasserkanister. Und da steht auch schön drauf. Wir haben Wasser 20 Liter, 1942. Und eben für die deutsche Wehrmacht.
Ja, hier saß mal unser MG, das ist nachträglich rangekommen, das ist ein Repro-Artikel, aber für das Gesamtbild braucht man das natürlich, genauso wie unseren kleinen Spaten hier an der Seite, hier nochmal Munitionsrollen, hier hinten Ersatzrad fürs Motorrad, auch das war normal, und ein originales Rad für einen Infanterieanhänger. Und hier ist dann unsere Gepäckmöglichkeit, also hier kann man dann alles verstauen. Neben dieser kleinen Feuerwaffe, die wir da haben. Und hier hinten haben wir dann den Infanterieanhänger. IF-8 nennt er sich. Und dieser Anhänger, den mache ich extra jetzt mal nochmal ab. Ich habe ihn zwar erst dran gemacht. Das war auch so ein typisches Wehrmachts-Ding. Also Wehrmachtsanhänger, denn der wurde tatsächlich, so wie ich das jetzt gemacht habe, so gezogen. Von Soldaten, von Pferden, und er war dafür da, leichte Materialien wie Kanister, Waffen hin und her zu transportieren. Also die gab es in wirklich rauen Mengen und wurden dann natürlich auch gerne nach dem Zweiten Weltkrieg weiterverwendet, bis sie irgendwann mal verschrottet wurden. Der Anhänger ist gedämpft, also wir haben Stoßdämpfer drin, relativ unspektakulär, normales Eisenrohr zusammengeschweißt, er lässt sich einigermaßen leicht schieben und er war natürlich auch, nicht ohne Grund ist er an dieser BMW, einsetzbar für die Gespanne. Also die konnten die auch ziehen, man hatte meistens verschiedene Kupplungen, wo auch, also kurze und lange, wo eben auch verschiedene Fahrzeuge diese Hänger ziehen konnten und man konnte natürlich auch eine riesen Parade machen und die Hänger aneinander hängen. Also eine richtige Parade. So, der Hänger wird ganz einfach hier hinten angestöpselt. Zack, zack. Das ist wirklich ganz easy. Spange rein. Fertig. Tja, Munitionskisten, auch das ist völlig normal. Mit den Haltern, das ist ganz üblich. Vorne auch am Seitenwagen montiert. Also das kann man eigentlich wie wild tauschen. Und damals, die Motorräder hatten wirklich sehr viele Warnhinweise, Warnschilder oder Pflegehinweise. Also wir haben auch hier nochmal so einen Übersichtsplan mit allen wichtigen Sachen, was wo wie am Motorrad sitzt. Das ist natürlich jetzt auch neu rangekommen. Überall Schilder, was wie oft geschmiert werden muss. Auch damals die Lektüre zu den Motorrädern und Pflegehinweise waren sehr, sehr ausführlich. Also das ist natürlich auch sehr gut überliefert, was es für uns heute leicht macht, das nachzuvollziehen. Was vielleicht bei anderen Motorrädern etwas schwer fällt, ist hier sehr einfach. Tja, ich glaube, wir haben alles. Also das Teil ist wirklich, ihr seht es auch an den Dimensionen, wie riesig das ist und halt wirklich dafür ausgelegt, im Gelände zu fahren. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, Höchstgeschwindigkeit sind mit 90 km/h angegeben. Naja, also ich denke 80, 70, das ist so die Reisegeschwindigkeit, was geht. Natürlich kann man das übertreiben und ich will da auch nichts gegen sagen, aber so diese normale Geschwindigkeit dürfte so bei 70, 80 km/h liegen. Es macht echt viel Spaß, also auch gestandene Männer können hier Platz finden. Die Sitze sind immens groß, also auch die Abstände. Und ihr müsst euch das halt vorstellen, damals saßen hier teilweise wirklich 3 Soldaten vollgepackt und sind so in den Krieg marschiert und teilweise halt auch nicht wiedergekommen. Und das ist schon, es ist schon ehrfürchtig, auch wenn das Fahrzeug jetzt nicht an einer direkten Teilnahme vom Zweiten Weltkrieg etwas von abhatte, aber trotzdem sind das diese Fahrzeuge, die damals das Geschehen ausmachten. Und was man auch nicht vergessen darf, nach 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurden diese Fahrzeuge einfach stehen gelassen. Also teilweise wirklich einfach stehen gelassen, denn das eigene Wohl war ja wichtiger als jetzt diese Maschine. Und nach wurden dann diese Fahrzeuge auch wieder normal genutzt. Die Motoren übrigens auch sehr, sehr gerne im Rennsport. Also der Rennsport in den 40er, 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war geprägt von diesen Motoren. Denn diese 26 PS ließen sich ganz schnell auf 40, 50 PS trimmen und damit konnten sehr, sehr viele Erfolge gefahren werden, gerade von Privatfahrern. Also diese Motoren gab es in Hülle und Fülle. Ja,
noch zu dem Konzept von der R75. Als letztes Ding, was ich euch oder erzählen möchte, der Rahmen bei der KS750 war voll, also wirklich ein Stück, fast aus einem Guss, also er war genietet und geschweißt, ein riesengroßer Rahmen. Und hier war der Rahmen so konzipiert, dass man auch unterwegs den Rahmen leicht tauschen konnte. Also er besteht aus mehreren Teilen, die geschraubt sind, was natürlich die Montage einfach macht, Demontage genauso und eben wenn man was reparieren möchte oder austauschen möchte. Also man hat da schon sehr mitgedacht, auch vor allem im Krieg, im Einsatz. Und diese Teile, das müsst ihr euch auch nochmal vorstellen, die waren in Afrika unterwegs, die waren in Russland unterwegs, wirklich auf der halben Welt verstreut. Und im Endeffekt tatsächlich sogar auch in Amerika zu finden, denn viele Soldaten von den Alliierten haben auch solche Fahrzeuge mit nach Amerika genommen und sind dann dort damit zivil gefahren. Und gefahren ist das richtige Stichwort. Wir fahren jetzt damit. Wir marschieren nirgendwo ein, vielleicht wir marschieren auf unsere Rennstrecke ein und nehmen euch mit auf ein kleines Abenteuer. Starten wir zu einer Fahrt, so ist es besser, mit dem Wehrmachtsgespann. Und das ist schon mächtig gewaltig. Die Größe, unfassbar. Jawohl. Erster Gang. Mit. Aha. Mächtig. Und der Unterschied ist auf jeden Fall, dass wenn du hier bei diesem Gespann nach rechts lenkst, egal wie, du auch nach rechts fährst und wenn du nach links lenkst, auch nach links fährst. Und bei unserem EMP-Gespann zum Beispiel funktioniert das so überhaupt nicht. Da musst du mitarbeiten. Hier ist es sehr einfach, auch damals für die Soldaten, denn Seitwagenfahren ist nicht ganz einfach. Was ich übrigens vergessen hatte zu sagen, wir haben hier einen baulich gebremsten Seitwagen als auch Hinterrad. Also das wird beides baulich gebremst. Das ist so geil. Und du hast auch hier das Gefühl, dass du einfach über alles drüber fahren kannst. Wie ich schon gesagt habe, jetzt die Leistungskurve nicht wie gewöhnlich, also dass das immer höher steigt, sondern es ist gleichmäßiger Druck da. Das war so geschleunigt, es fährt auch super gut, also schön spurtreu. Auch das gerade durch den Seitenwagen, man merkt natürlich, wenn man Hinterrad bremst. Das Geilste ist der Hänger hinten dran. Ohne weiteres, zieh mal auf. Erstmal ins Kiesfeld.
So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie ihr gemerkt habt, das Teil ist auf jeden Fall geländegängig. Wir werden uns dem Thema, wir müssen uns dem Thema nochmal zuwenden. Das ist ja unfassbar. Bin sehr gespannt, was da geht. Und ja, wie sollte ich mich anders verabschieden als rückwärts zu fahren? Wir sehen uns beim nächsten geilen Bike wieder. Fragen, Kommentare, Meinung. Alles in die Kommentare, Fragen, Meinung, Kommentare. Also alles in die Kommentare. Schreibt alles rein. Was für ein krasses Teil. Ciao. Come to the beat.